Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ich freue mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Wochenende. Ja, wie ich ja schon mal erwähnt habe, wird es wahrscheinlich dieses Wochenende und auch diesen Monat etwas schwierig für mich mit diesen ganzen Let's Plays. Deswegen halt Harvest Moon zurzeit einfach besser und auch am besten für mich passt. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich sobald alles mit meinem Umzug erledigt ist, jetzt ist nämlich alles soweit vorbereitet und mein Umzug ist soweit zum Starten. Dann werde ich auch mal gucken, dass ich sobald das alles erledigt ist, auch die anderen Let's Plays, die ich sozusagen auch angefangen habe, aber noch nicht weitermachen konnte, aus zeitlichen Gründen, weil Harvest Moon verbraucht weniger als manche andere Spiele und das ist ein Durcheinander. Ich weiß nicht, ob die Grafik damit spielt oder nicht. Ich weiß es nicht und will es auch erstmal gar nicht wissen. Heute habe ich mal ein paar klitzekleine Themen anzusprechen für meine Zukunft von meinem Kanal. Und was ich halt bis jetzt ausgefunden habe, scheint wohl nicht gerade jedem wirklich zu passen, was ich für Let's Plays mache. Das stört mich aber im Großen und Ganzen gar nicht. Finde ich zwar etwas traurig, weil ich ja wirklich jeden Tag mir viel, viel Mühe gebe. Und ich möchte auf jeden Fall ein paar Änderungen deswegen setzen, wie das zukünftig werden kann. Planmäßig ist es halt so, dass mein Umzug, mein richtiger Umzug, noch nicht starten kann, aber ich bekomme quasi die Chance, einen Erstumzug zu machen. Das heißt, im Großen und Ganzen, ich bekomme erstmal die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen, in der ich quasi erstmal ganz simpel für mich alleine sein kann, meine Zeit besser planen kann wieder, wie ich es damals hatte. Und ja, ich denke mal, dann wird es eigentlich auch besser laufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und die Zeit für Let's Plays, ja, die nehme ich mir gerne. Die nehme ich mir wirklich gerne. Schon allein aus dem Grund, weil ich, ja, wie soll ich sagen, Let's Plays sehr mag. Hey, why don't you enter the local horse race tomorrow? Also wir werden morgen auf einen Pferderennen gehen, Horses. Wenn wieder irgendwelche Hunde antanzen, dann will ich es gar nicht wissen, warum der ein Pferd mit einem Hund vergleichen kann. Ach komm. So. Gut, dann haben wir also in diesem Part ein Pferderennen. Da freue ich mich schon drauf, wenn es diesmal wieder nichts mit Hunden zu tun hat. Ich kann es mir nur vorstellen, dass die Hunde da diesmal wieder drin sind. Aber, lassen wir es mal gelten mit Pferderennen, ne? Es ist ja... kann man gut vergleichen. Ich meine, das machen die Bewohner hier ja auch. Ne? Die vergleichen Hunde mit Pferde und sagen, Pferderennen, wenn Hunde vielleicht starten. Aber das macht mir im Grunde gar nichts. Ich meine, Pferderennen hätten wir ja schon durch. Was heißt, im Großen und Ganzen wäre nur das Hunderennen jetzt, was in diesem Jahr noch starten müsste. In 9 Tagen bist du eine Mutter. Und ich habe mir auch schon den Namen rausgepickt. Danke auch mal für diese tollen Namensvorschläge. Ich habe aber mehr oder weniger einen Namen, ja, genommen. Da werde ich euch jetzt noch überraschen, welchen Namen ich genommen habe. Es ist jetzt wirklich nicht hundertprozentig einer von den Kommentaren, aber sie haben mich auf eine Namenidee gebracht und ich möchte euch damit überraschen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Namen akzeptiert. Ich meine, ich spiele es ja, deswegen möchte ich ja auch gerne mal so ein paar Ideen von euch sehen. Und wenn mir vielleicht kein Name einfällt in dem Moment, nehme ich einen und picke ich einen raus, den ihr zum Beispiel genommen habt. Somit habt ihr die Chance, ja, quasi mit mir gemeinsam das Spiel hier zu spielen. Ich finde, das ist einer der besonderen Arten von Let's Play. Indem die Community sozusagen nicht nur zusehen kann, was man spielt, sondern eine Community hat die Chance, mit
zubestimme. Finde ich super die Idee. Wenn ihr die Idee toll findet, auch mal in die Kommentare posten. Ja, dann weiß ich Bescheid und ist dann auch, wie ich weiter fortgehen kann. Denn sowas ist wie eine Art Feedback, das mir weiterhilft, mit euch gemeinsam was zu machen. Ich hatte ja schon mal erwähnt gehabt, dass ich bald auch mal versuche, Spiele zu spielen, indem ich quasi mit den Abonnenten die Chance bekomme, beziehungsweise die Abonnenten die Chance bekommen, mit mir gemeinsam zu spielen. Und das ist auch noch nicht verloren gegangen. Also die Idee ist immer noch innen drinne. Und ja, hier haben wir das Pferderennen oder vielleicht Hunderennen. Und wir können wieder Wetten abschließen. Ich habe zwar keine Ahnung, wer was ist, deswegen werde ich jetzt einfach mal... Hier sind auf jeden Fall 23, stimmt. Ich werde mal... Ach komm. Nein! So. Ein paar bisschen weniger. Dann sind die Chancen höher und wir kriegen Punkte. Hallo, Herr Bürgermeister. Was hast du denn hier? Oh, ja. Gerne. Gib her, gib her, gib her. Nom, 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 nom. Leckere Zuckerwatte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Pferderennen oder doch Hunderennen? Nein, es handelt sich tatsächlich um das Pferderennen. Was eigentlich mich wundert, da wir das ja eigentlich schon durch haben, wenn ich mich daran erinnere. In diesem Quartal des Jahres von Harvest Moon waren wir eigentlich schon in einem Pferderennen. Ja, vielleicht versucht das Spiel wirklich die Chancen zu schaffen, unterschiedliche Sachen zu haben. Oh, ja, da haben wir nur 3 gemacht. Bekommen aber 150 Punkte. Ist doch was. Ich will auch so gerne, wie es geht, so viele Punkte sammeln wie möglich. Denn ich würde schon gerne mal wissen, ob man wirklich das Haus erweitern, kann. Was? Tickets? Moment, ich habe nur 150 Punkte. Oder sind das insgesamt die Punktzahl, die ich gesammelt habe? Ja, ich kann ja nichts kaufen und ich kann anscheinend auch nichts wetten. Hm? Kann man irgendwas hier machen? Hier kann man, glaube ich, nur Wasser kaufen oder sowas. Ach, trinken wir mal einen Eistee. Was hast du hier? Joa, das hätte ich jetzt auch gesagt. Verkaufst du nicht vielleicht? Nee, verkaufst du nicht. Ich dachte, vielleicht verkauft der Tickets. Ich weiß nicht, wie ich das schon mal hingekriegt habe, aber anscheinend kann man wirklich nur begrenzte Tickets kaufen. Hallo? Und was habt ihr hier zu sagen? Was hast du hier zu sagen? Okay. Jetzt müssen wir das Rennen angucken und konnten nicht mal wetten. Ach, wir sind drinne im Rennen. Ja, das ist ja mal cool. Das finde ich ja genial. Press A Button for Run Fast. Aha! Das gefällt mir ja immer mehr. Also wir sollen jetzt die A-Taste so schnell wie möglich drücken. Ja, ist nicht so einfach, muss ich zugeben. Ich hab verloren. Oh Gott. Schade, schade.
Ah, Ellie! Das ist doch mein Pferd! Ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal! Aber ich versteh's nicht. Ich hab die A-Taste gedrückt, die ganze Zeit gedrückt. Ach, jetzt kann ich wieder wetten. Schade, ich hätte gerne nochmal mitgemacht. Ist okay. Dann wetten wir einfach nochmal. Müssen wir hier bald 5 finden und dann passt das. Schade. Ja, vielleicht das nächste Mal. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal jetzt ist. Hallo, meine lieben Leute. Ich freue mich. Habt ihr auf mich gewettet? Ja, gut. Ich Entschuldigung. Ja, es ist angenommen. Kann man auch drauf laufen? Cool. Ich war kein besonderer Reiter. Aber ich finde das cool, dass man auch selber spielen kann. Das ist eine nice Idee. Auch wenn ich das nicht verstehe, dass die A-Taste nicht funktioniert hat. Trotzdem genial. Einfach top. Vielleicht ist das extra so schwierig aufgebaut. Oder aber ich habe irgendwas falsch verstanden. Ich will noch mal in so ein Rennen mitmachen. Boah. Lasst mich in so ein Rennen rein. Lasst mich in so ein Rennen rein. Was? Es gibt keine Rennen mehr? Es waren nur 3 Stück. Na, dann hören wir uns mal um. Wie sind denn die Chancen bei den anderen gewesen? Oh, ja, okay. Mhm. Sei froh, dass ihr nicht auf mich gewettet habt. Falls es doch dazu kam. Herr Bürgermeister, was haben Sie denn Schönes? Ich habe 160 Punkte und kann mir immer noch nichts leisten. Joa, Rennen von Hund und Pferd. Aber da ja eh die Nacht ist, dann ist das wohl nicht so schlimm. Aber gut. Es hat auch trotzdem richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht verstanden habe, was ich drücken sollte. Es war einfach mal was anderes. Ich meine, das hatte ich noch nie. Ich musste bis jetzt immer nur Wetten abschließen. Aber in einem Rennen war ich noch nie drin. Ich glaube, da ist wohl irgendeiner der Dorfbewohner gewesen und hat gesagt, hey, das ist doch dieser Pete. Dieser Pete, oder besser gesagt, dieser DLP. Eigentlich heißt der Charakter Pete, ich weiß. DLP 92, der hat doch auch ein tolles Pferd. Der kann doch sicherlich gut reiten. Vielleicht musste ich irgendwie die Steuerung noch irgendwie drücken. Das kann auch sein. Vielleicht das nächste Mal. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es das letzte Mal ist. Und vielleicht kommt ja auch beim Hunderennen mein Hund ran. Das wäre mal eine nice Idee. Ich meine, ich habe einen Hund. Es gibt Hunderennen. Müsste doch eigentlich auch gehen. Könnt ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, was ihr dazu sagen würdet. Ob die Hunderennen so aufgebaut sind, dass selbst mein Hund mal mitmachen darf. Wenn es noch einen Kuhwettbewerb gäbe, dann wäre ich auch voll dabei. Und wie ich auch das letzte Mal gesagt habe, wir haben Sonntag, kann ich natürlich nichts machen. Ich guck mal, dass ich in diesem Let's Play noch irgendwie versuche. Ich kann aber kein Versprechen geben, einen Schaf zu holen. Aber ich glaube, das geht schon. Ja, klar. Ich meine, wir sparen jetzt an Futter für die Kühe, da wir das selber anbauen.
Wir kommen hier schöne Früchte raus. Und die letzte Ernte in diesem herbstlichen Gemüt. Ja, der Winter ist ja jetzt bald. Na ja gut, im Winter müssen wir natürlich wieder Heu und sowas kaufen. Natürlich. Denn das wächst ja nicht nochmal. Leider. Finde ich schade. Im Winter kann man leider nichts anbauen hier. Ich habe schon von vielen gehört, auf der PlayStation-Version hat man die Chance, tatsächlich im Winter was zu anzubauen. Stattdessen gibt es aber hier dafür diese Mine, die aber auch in der PlayStation-Version verfügbar ist. Dieses Spiel hat schon so ein paar klitzekleine Schwierigkeiten. Aber wir werden schauen, wie es weitergeht. Ich habe die Jahre jetzt auch immer hingekriegt gehabt. Ich habe einen Bauernhof, habe eine Menge Kohle gesammelt. Aber anscheinend nicht zu viele. Ja, und wie gesagt, mit dem Schaf, da schaue ich mal nach. Und dann starten wir auch schon zum Winter. Und da freue ich mich richtig drauf, denn der Winter, der ist ja jetzt auch bald. Ja, der Winter, der kommt noch. Wir stehen kurz vor den Jahreszeiten für Weihnachten. Chicken, Sheep oder Cow. Und ich möchte ein Schaf, also Sheep. Vielen Dank. Und auch dort hätte ich schon mal einen Namen. Einen ganz irren Namen. Deswegen wird das wahrscheinlich heute mit der Namensgebung ja etwas besser laufen. Also, ich wollte diesen Schaf einfach mal... Wo haben wir denn hier ein F? F, F, F. Ja, aber eigentlich wäre es auch ein... Ach komm, ist egal. Ich nenne es jetzt so. Oder warte mal, ich hätte mehrere Namen. Ich nenne sie einfach jetzt mal Mary. Das wäre quasi dasselbe, was ich auch gesagt hätte für einen männlichen Namen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so. Ich habe ja gehört, mit dem Schaf kann man tatsächlich auch, mit der Kugel kann man auch die Schafe versorgen. Ich bin mal gespannt. Ist zwar ein Kuh-Symbol drauf, aber muss ja nichts heißen. Ich wollte eigentlich Larry nehmen. Oder besser gesagt Freddy. Ah, einfach mal so. Aber, ich sag mal, willkommen in der Familie, Mary. Ach, du hast schon. Okay. Ja, dann starten wir auch gleich mal den Winter. Kurz vor dem Ende. Und ich werde das auch wie beim letzten Mal euch den Winter nochmal schön präsentieren, damit ihr euch auf einen schönen weihnachtlichen Gemüt freuen könnt. Solange es natürlich hier noch Weihnachten wäre, ne? Es ist soweit. Die Musik hat sich wieder geändert. Es ist Winter. Und der Wetterdienst sagt sogar, es wird die nächsten Tage ziemlich viel schneien. Ich ja schon mal erwähnt habe, ich finde das ja vom Anblick sehr, sehr schön. Aber es ist halt nicht einfach. Was wollte der? Ich glaube, wir werden uns gleich noch drum kümmern. Ja, und im Winter können wir nichts anbauen. Aber das heißt nicht, dass unsere Tiere vernachlässigt werden. Auf gar keinen Fall. Ne, stimmt, Mary? Du kriegst als erstes was, weil du nämlich noch ganz klein und zahm bist. Aber die schwangere Kuh sollte nicht vernachlässigt werden. Auf gar keinen Fall. In 5 Tagen ist sie nämlich schwanger und bekommt ihre Kälber.
Ihr könnt ja euch auch in den Kommentaren posten, ob ihr euch drauf freut. In diesem Winter wird es auf jeden Fall bunt zugehen. Ja, wenn euch das soweit gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Und lasst ein Feedback da mit einem Kommentar etc. Wie auch immer, alles ist immer erwünscht. Und ja, bis zur nächsten Folge, wo wir den Winter richtig begrüßen können. Bis dahin erstmal, ciao Leute.